Sternehagel, das ist ein zuger Ausdruck für großes Erstaunen. Und es ist der Name eines neuen Musicals, das im schweizerischen Zug in der vergangenen Woche seine Uraufführung hatte. Die Handlung stammt aus der Feder der Theaterfrau und Autorin Judith Stadlin. Zurzeit ist sie auf Lesereise in Berlin. Nathalie Richter über einen sprachlichen Tausendsasser. Erfolgreiche Premiere des Musicals Sternehagel im Casino-Theater von Zug. 160 Mitwirkende begeisterten die Zuschauer mit einer fantastischen Darbietung. Geschrieben hat das Stück die Zuger Autorin Judith Stadlin. Aufatmen nach der gelungenen Uraufführung. Ich bin erleichtert, ja, wirklich. Auch zu sehen, dass das Publikum es mag und dass die Geschichte verstanden wird und die Musik funktioniert, doch ist gut. Wieder einmal hat die Zuger Autorin und Schauspielerin den Nerv der Zeit getroffen. Ja, sehr gut eigentlich. Also ich bin begeistert, wie das Stück umgesetzt wurde. Hat mir sehr gut gefallen. Also mich hat begeistert, dass das Thema des Zugs so beschäftigt, die Finanzen und das normale Leben in Zug, dass es oftmals so ein bisschen auseinandertrifft. Und hier auf der Bühne wird es eigentlich zusammengebracht. Das Musical spielt unter anderem hier, am Zuger Strändli mit Blick auf die verschneiten Alpen. Der Widerspruch zwischen der Stadt Zug als Steueroase für internationale Großkonzerne und Schwerreiche einerseits und beschaulicher Kleinstadt in wunderschöner Natur andererseits beschäftigt Judith Stadlin und ihren Partner Michael von Orsau immer wieder aufs Neue. Die beiden Kreativen haben das geschafft, wovon viele Menschen träumen. Sie sind privat ein Paar, aber auch beruflich. Häufig kommen sie hierher an den Zuger See, beobachten die Szenerie und lassen sich zu immer neuen Ideen inspirieren. Zurzeit schreiben sie gemeinsam ihren ersten Krimi. Er spielt, wo sonst, am Zuger See. Ab und zu mal hier am See zu arbeiten, ist natürlich wunderbar. Man hat die richtige Szenerie, man kann sich alles ganz genau vorstellen, wie es sein muss, wie es ist und das auch entsprechend beschreiben. Und abgesehen davon fühlt man sich natürlich wunderbar, wenn man draußen arbeiten kann, im Freien. Hier in der Oswaldsgasse 11 in Zugs Altstadt lebt das Ehepaar. Hier betreibt es auch seit 2007 die erste regelmäßige Lesebühne der Schweiz. Immer am 11. des Monats präsentiert Judith Stadlin ausgesuchte Schmankerln aus ihren Büchern und Bühnentexten. Meine Message ist ans Publikum, dass sie sich ein bisschen glücklicher fühlen nachher. Dass sie gelacht haben, dass sie die Sprache ein bisschen hin, dass die Leute nachher kommen und sagen, oh, das hat mir jetzt neue Welten eröffnet. Das reicht mir eigentlich schon, wenn ich das Gefühl habe, die Leute sind ein bisschen fröhlicher, ein bisschen glücklicher und vielleicht ein bisschen näher bei sich selber wieder gelandet. Satz und Pfeffer nennen sich die Wortkünstler aus Zug. Ihre Themen sind so vielseitig und bunt wie das Leben selbst. Vom Stück Mutter reimt sich auf Futter bis zu Raucherlunge und Altersmilde reichen die launigen Texte mit Biss. Judith Stadlin, selbst Mutter einer erwachsenen Tochter, lebt ihren Traum und ist heute ganz bei sich selbst. Und hier ist sie. Herzlich willkommen, Judith Stadlin. Schön, dass Sie da sind. Danke. Sie sind Schauspielerin, Sie sind Autorin, Sie sind Comedian, Sprecherin. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, also ich bin von Haus aus auch noch Tänzerin. Und Tänzerin? Ja, ich bin Bühnentänzerin und ich unterrichte auch noch, ich mache Choreografien. Ich bin einfach ein Theaterfan und ein Theatermensch. Und ein Multitalent? Weiß ich nicht. Ja, doch, wenn man so viele Sachen macht, dann ist man ein Multitalent. Ja. Schön. Jetzt haben wir gerade eben das Musical gesehen oder ein paar Ausschnitte daraus. Wenn Sie das für uns mal so ganz kurz und knackig zusammenfassen könnten, worum geht es da genau? Wenn wir beim Stichwort knackig sind, es geht um zwei junge Leute, die sich voneinander angezogen fühlen. Er ist ein Journalist, ein Schweizer, und sie ist eine Deutsche, die ausgerechnet in der Firma arbeitet in der Schweiz, die er auffliegen lassen will und das dann auch macht. Und das gefährdet natürlich die ganze Liebe. Es geht aber nur vordergründig um die Liebe. Hinten
darum geht es eigentlich darum, dass das Geld ein bisschen im Weg steht, um das ganz normale Leben zu leben. Also es wird gebaut, das alles kostet viel. Also das sind halt Themen, die heute in sehr vielen Städten aktuell sind. Gerade in Zug. Zug ist ein Steuerparadies, da ist es wahrscheinlich extrem der Fall. Da ist es extrem. Und das ist eigentlich die Geschichte, die dahinter steht. Okay. Und ob es dann ein Happy End gibt, das steht ein bisschen in den Sternen, weil es geht schon darum, dass die sich zwar finden, aber ob dann das normale Leben auch seinen Platz weiterhin haben kann im Zug, das ist davon abhängig, ob die auch dafür einstehen. Okay, dann haben Sie quasi aus Ihrer persönlichen Situation heraus die Idee gefunden für das Musical, weil jeder fragt sich, wie sind Sie darauf gekommen? Aber klar, wenn Sie dort leben und die Umstände kennen, ist das wahrscheinlich dann so entstanden. Es war auch so gewünscht. Mhm. Das ist ein kritischer, liebevoller Blick auf die Stadt. Schön. Und es spielen, ich glaube, 160 Leute spielen mit und es sind alles Laien. Ist das richtig? Nein, es hat ein paar Profis. Also es sind dann zwei Profimusiker oder so und Sänger oder Halbprofis, und es sind aber viele auch Kinder und es sind ganz viele Instrumentalisten dabei und Solisten. Es ist ganz toll, ja. Ja, schön, es waren sehr bunte Bilder, sehr schön. Wir haben auch im Beitrag gerade gesehen, dass Sie und Ihr Mann zusammenarbeiten, sehr idyllisch am See, so möchte ich auch mal arbeiten. Gibt es denn da manchmal auch Stress oder ist das immer harmonisch? Wir arbeiten tatsächlich viel zusammen, aber nicht immer. Okay. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann ist es immer ein Geschenk, weil es ist tatsächlich so, dass wir uns extrem gut verstehen bei der Arbeit. Das also nicht nur bei der Arbeit, aber bei der Arbeit auch. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann ist es macht es sehr viel Spaß und wir ergänzen uns toll. Und wenn wir jetzt gemeinsame Bücher oder Bühnenprogramme schreiben, dann wissen Leute, selbst Leute, die uns gut kennen, nachher nicht, wer jetzt was geschrieben hat. Ergänzen sich quasi gegen, perfekt. Ja, weil wir uns auch auf eine gemeinsame Sprache einigen. Schön.